Leon hat gesagt, er ist in 5 Sekunden wieder da, aber der Arsch hat irgendwie länger gebraucht. Also ja, reden wir einfach mal mit ein paar Leuten. Einfach nur schön. Was ist das für ein Scam hier? Ich kann nicht zur Tür kommen. Ich verbringe einen Abend mit meiner Frau. Okay, die kennen wir schon. Ich habe 5 Sekunden gewartet. Ja, war ein bisschen mehr, war. Passiert, sein. Passiert. Hey, keine Sorge, du hast nur meine Begrüßung verpasst. Hast einen Grund, die Folge. Oh, Milhouse. Ey. Oh nein, das ist das Rennen. Also da, die Ansage von Milhouse. Oh. Die 15 Sekunden geht, wie Niklas rausgefunden hat. Niklas. Diesmal nicht, okay. Ich glaube, ich habe mir die Stelle einfach im Unterbewusstsein gemerkt. Das kann gut sein, ja. Aber wie gesagt, ich merke halt, dass so ein bisschen Wissen durch meine Adern fließt, was ich halt irgendwie nur im Unbewusstsein habe und es nie bewusst aufgenommen habe. Es ist einfach in mir drin, weil ich dem ausgesetzt wurde oder so. Oh, eine Karte. Moment. Die Karte. War das hier nicht so ein Monsterstand? Verdammt! Komm her! Nee. Verlass dich drauf. Auch eine schöne Abkürzung. Hey, beim ersten Versuch, nicht schlecht. Oh. Alter, die krieg ich. Ja. Die rote Jacke. Ja gut, dann machen wir jetzt die Runde durch das Anwesen. Und machen dann das Rennen bei Milhouse, was wahrscheinlich auch durch das Anwesen gehen wird, ne? Hey, ich hab's ja in der dritten Folge, glaube ich, zur vierten. Weiß nicht mehr, ich glaube in der dritten. Dann doch der vierten. Aber wir haben jetzt angekündigt, dass wir hier noch aufs Grundstück kommen. Und ja, jetzt ist es soweit. Und ja, hier auf der Wiese gibt es scheinbar nichts. Ja, ich kann einfach sagen, es gibt nichts und weiterfahren und nehmen wir einen Husten. Dann Spaß mir, ob ihr ein bisschen Such seid. Aber ein bisschen Mühe gebe ich mir dann doch. Ich fand schön, dass dir noch eingefallen ist, Level 1, dass man in Burns Garten zumindest schon mal kann. Ja. Über diesen Weg da. Dass ich als Kind halt auch echt spät irgendwann immer rausgefunden habe. Und wow. Da war eine Kiste, ne? Ja. Zwei sogar, glaube ich. Auch sonst nix. Ja, also war das jetzt noch wirklich. Ey, ich finde im ersten Line, man hätte da irgendwie so mehr Kisten verstecken sollen. Einfach so hier Geheimnis gefunden. Oder halt, okay, du warst in Level 4 da und wolltest gucken, kann man da vielleicht doch noch irgendwie hin? So quasi, ja. Weil man braucht halt noch so ein paar mehr, ne? Wäre tatsächlich gar nicht schlecht. Ah ja, dieses Haus hier. Dieses Zimmer, ich erinnere mich. Na, Kamera ist furchtbar. Gibt es hier was? Kann die Persona 5 Royal-mäßig hier rumklettern? Nee. Ja. Ich fall doch jetzt in den Abgrund. So, kannst Wobei, du mal. War das ja auch schon so bei den Bohnen oder war das in Level 7? Weil ich glaube auch. Na, das ist erst später. Ja. Was ich sagen wollte, deine Ecke ist so was, was man gleich drücken kann. Bevor du das machst, guck mal bitte in den Level-Fortschritt, wie viel Gags du hast. Ich vergesse immer wieder, ob das ein Gag ist oder nicht. 12 von 15? 12? Niemand wird was dagegen haben. Weil eigentlich wird ja nur was gedreht hier. Ich glaube, das ist nämlich kein Gag. Nein, will nicht die Mission auswählen für den Level-Fortschritt. 12 von 15, nee. Zumindest mal hab ich's ja vergessen. Ich muss halt gerade so ein bisschen an den geheimen Raum in Asterix Obelix XL2 denken, der ja Prozente gibt. Ach, so bescheuert, ey. Gut, mehr gibt's hier denke ich noch nicht. Oder? Da? Ich geh jetzt. Okay, Leon lebt noch, also ist alles gut. Hi Lisa, danke fürs Warten. Psst, probier die andere Seite. Ich brauch den Geschwindigkeits. Die ganz freundliche Homer so. Das ist die falsche Seite. Oh, Reparatur. Hast du wohl extra Punkte bekommen? Reparatur. Diebstahl, oder? Nee. Das ist Laien. Ist schon immer ganz lustig, so diese ganzen Sprüche haben sich halt so in mein Hirn gebrannt, dass die mich auch gar nicht mehr. Also das stören sowieso nicht und ich merke die mitunter auch einfach gar nicht mehr. Aber wenn man so darauf achtet, die labern echt viel. Ja, finde ich gut. Das kann schon abfangen, glaube ich. Ja, also wenn immer die gleichen Sprüche kommen, was manchmal auch passiert. Ja. Was irgendwie in vielen Spielen passiert, obwohl es weitergeht, kann. Was manchmal auch irgendwie bei SpongeBob der Fall gewesen ist im aktuellen Spiel. Also manche Sprüche irgendwie frequentiert, die ganze Zeit die gleichen kommen. Aber andere Sprüche irgendwie vor lange brauchen, bis sie kommen. Bei anderen Leuten kamen die Sprüche von Anfang an. Boah. Kriegst du dafür nur an? Ich hoffe doch.
ist viel. Er hat den Typen in dem Schach. In der Schachfigur gekillt. Ja, ich glaube, den Leuten geht's gut. Haben wir genug Geld? Ich hab noch nicht. Aber wie gesagt, für das Level haben wir einfach noch keine Geldprobleme. So. Ich wollte nur den Gewalt ausüben. Das Geld, was ich bekommen habe, ist mir egal. Also geh auf den Beifahrersitz. Die Bumpe. Es war nicht mal Absicht, aber ich finde es gut, dass ich das gemacht habe. Hm. Ja. Dann fahren wir mal zurück zum Müllhaus. Mhm. Jetzt haben wir die Runde so ein bisschen geübt, jetzt müssen wir sie gleich schnell machen. Ja, wir haben jetzt aber so für 6 Folgen angesetzt, also im Sinne von, ja, Hauptsache die Sammelaufgaben in Level 15 geschafft. Das ist so, ja. Das will es auf jeden Fall schaffen. Ja. Aber ich denke mal, bisher habe ich ja drei Folgen, so dreieinhalb, sagen wir 3,5 Folgen im Schnitt pro Level. Glaube ich. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, ist grad, quasi mit der 10. Folge haben wir halt das dritte Level beendet. Das ist halt ganz hier nichts. Weil wir waren im Level 1 was, ne? Von daher. Mhm. Wir sind Level 7 wieder. Hahaha. Logisch. Doch, hier ist was in Level 7. Nämlich die komische geheime Musik, die man out of bounds finden kann. Ah, out of bounds, ja, okay. Das war in der Kommentar gemeint, ne? Den du geschrieben hast, dass out of bounds gehen soll? Okay. Naja, ja. Also in Speedruns ist Level 7 quasi 80% out of bounds. Deswegen war das so die Haha, ja. Aber das ist tatsächlich nicht so leicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das in der PS2-Version überhaupt funktioniert. So ein bisschen wie dieser geheime Raum in den verschiedenen Rayman 2-Versionen, die für jede Version irgendwie eine andere Möglichkeit zu finden, wo man für jede Version eine andere Möglichkeit finden muss, den Raum zu erreichen. Der Raum, ja. Hallo Milhouse, was machst du denn hier? Patty und Selma haben mich zur Schuldenschinderei verdonnert. Darum mache ich jetzt vorübergehend deren Job. Na gut, in jedem Fall stärkt es deinen Charakter. Du musst diese Rennen gewinnen, dann kriegst du auch einen neuen Wagen oder sowas. Ich weiß auch nicht, ich bin so müde. Klingt ganz lustig, halt dich fest. Ich bin schon den ganzen Tag unterwegs. Oder was noch schlimmer, sehen wir 4 Tage schon für die Rennen. Ja, du musst im Ziel sein, die Zeit abgelaufen ist. Die Autoabgase machen mich ganz benommen. Juhu. 40 Sekunden? Nein, nicht ganz. 40 Sekunden. 3, doch! 2, 43 Sekunden pro Runde. 1. Klar. Ja, ich kann ja vor. Cool. Es ist so schlimm. Stimmt. Manchmal auch zu oft nutze, aber manchmal ist es auch ganz angemessen. Also für langweilige Laufwege zum Beispiel ist es eigentlich ganz gut, dass ich das kann. Also es war nur ein... Ich weiß gar nicht, also das muss man ja einfach einstellen, ne? So ist halt, wenn man halt den Controller konfiguriert, da ist halt eine Taste vorholen. Und das habe ich halt einfach hier aufs Wischpad gelegt. Ja, ich habe das bei mir gar nicht konfiguriert. Ich finde es ganz witzig, wie ich in der Castlevania Collection gibt es so eine Rückspulfunktion, die ich vielleicht öfter mal benutzt habe. Mittlerweile bin ich so kaputt, dass ich manchmal auch jetzt in anderen Spielen versucht habe, das zu benutzen. Wenn ich irgendwie getroffen wurde. Also, wenn ihr warte mal, das ist nicht Castlevania. Das wird nix. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie die erste Runde lief, aber machen wir einfach mal. So bleibt das Bild mal stehen. Naja. Hatten wir doch schon mal, oder? Sonst immer, wenn irgendjemand das Internet abgekackt ist, dann hörtest du dich auch komisch an und das Bild ist so pixelig geworden, aber das ist gerade nicht der Fall. Das Bild bleibt einfach kurz stehen. Für 2 Sekunden und dann ist es wieder. 2 Sekunden ist aber schon ein bisschen krass, das habe ich auf jeden Fall nicht. Das wird mir auffallen. Weil da bin ich auch wirklich das Problem, so ein bisschen Technik-Talk jetzt. Dass er keine Ahnung, jetzt irgendwie seitdem ich auch keine Ahnung, so 2 Monitore habe und so weiter und so fort, irgendwie habe ich das Gefühl, das Bild leckt mehr oder keine Ahnung, es ruckelt irgendwie mehr. Ich weiß, das ist irgendwie sehr seltsam. Ich habe immer nur mal ein lustiges Flackern, wenn ich den PC anmache. Das habe ich zum Glück nicht. Aber es hat irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sehr beunruhigt und keine Ahnung, ich mache mir aber Sorgen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das sein soll. Früher hatte ich diese Probleme nicht. Ich hatte Codierungsüberlastung. Ich will Codierungsüberlastung. Ne, will ich nicht wieder an. Ja, schaffen wir. Der nächste Checkpoint ist jetzt schon das Ziel. Ganz entspannt. Und ich muss halt sagen, ich finde halt eigentlich das A nach B Rennen eigentlich immer am angenehmsten. Weil man da halt irgendwie offener ist. Ich wünschte, ich könnte. Bei mir hat's gerade geklingelt, warte mal ganz kurz. Kann ich aber nicht. Ich warte nicht. Hab ich gewonnen? Ich hatte keine Ahnung. Wenn es jetzt weiterspiele, hat Fräsenunge. Was ist das denn hier für ein Grundstück? Hat Fräsenunge mehr Grund, die Folge nochmal anzugucken. Und das finde ich halt super, ne? Was ist das hier für ein Grundstück?
Aua. Ich brauche einen Long Island Iced Tea. Ich meine, ich Alkoholiker hier. Ich hätte gerne ein neues Auto tatsächlich. Hoffentlich stinkt dieser Wagen nicht zu sehr. Wo ist Gil? Der Gil ist wahrscheinlich wieder an der Tankstelle. Dazu Level in der Folge auf jeden Fall. Komm mal gucken, wie lange wir brauchen in so einem General. Hier war jetzt nichts. So. Weiter ja doch, ja. Ist richtig, dass ich hier lang fahre? Ich habe gerade überlegt, warum meiner Münzen, aber ja, wir sind uns von der Seite immer noch hochgesprungen. Ach, Lisa, Lisa. Hey. Komm sofort wieder her. Das erinnert mich an meine Kindheit. Du bist immer noch ein Kind, Lisa. Ach, was für ein Leben. Gibt's hier oben was? Dieses Dingelchen werde ich mal ordentlich schütteln. Da unten ist eine Wespe. Sollte auch nicht so tief sein. Kamera mit dem kommt einfach anständig. Ja, da ist eine Wespe. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Weil wenn Leon hier wäre, könnte er uns das einfach berichten. Aber ich glaube, da oben ist halt auch nichts, ne? Ich finde es gerade irgendwie so die Kamera. Oh, ja. Nee, da ist nichts. Nur diese olle Wespe. Ich sollte nur gucken, wie. Ich glaube, ich mache mir das Leben einfach mal ein bisschen einfacher, indem ich ein Auto hole. Ein hohes Auto, so. Keine Ahnung, ich bin hier mal den Caniero, ne? Sie mich mitnehmen? Das wäre sehr nett. Der mich auch so ein bisschen an das Auto von Crunch erinnert. Gute Wahl. So. Dann nichts wie ran. Noch ein bisschen vor. Wir haben es gleich, Leute. Komm, steig aus. Danke! Drecksvieh. 9-11, schön. So, Leon, ich weiß nicht, Leon, der wurde gerade hoffentlich entführt. Also, ich hoffe es tatsächlich. Und wir nehmen. Ist das jetzt schon der letzte Gag? Oder nee, müsste der vorletzte Gag sein, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, wir hatten 12, weil wir das letzte Mal geguckt haben, und gerade war der 13, das müsste letzter 14. sein. Ja, 14 von. Ich will nicht die Mission auswählen, ich möchte in den Levelfortschritt schauen. Ja, noch ein Gag, 3 Wespenkameras, ja komm. Wir haben noch so viel Areal, da findet man das auf jeden Fall. Ich habe mich gerade so ein bisschen eingeschüchtert davon, dass Leon um den Zweck ist und ich gerade so ein bisschen improvisieren muss in dieser Situation. Ja. Inkasso-Leuten wird das gar nicht gefallen. Die guten Inkasso-Leute, man kennt sie. Hi, Biene. Wespe, meine Güte. Jetzt habe ich mitbekommen, dass Biene gesagt habe. Ja, wir haben. So, oh mein Gott, das hat. Ja, wir kommen zurück. Ich habe mich gerade ein bisschen abgerackert. Mit der Wespe im Atomkraftwerk, die waren richtig nervig. Hab ich da mit einem Auto gelöst? Oh, hat die Kollision, Mensch. Nee, ich bin aufs Auto raufgesprungen, um die Wespe zu erreichen. So. Was wolltest du sagen? Eigentlich nichts. Was passiert?
Nachbarn haben gerade geklingelt. Wo geht's weiter? Alle. Okay. Ne, wir haben uns jetzt gerade darauf geeinigt, dass wir wohl jetzt hier unser Treppenhaus wurde ja immer von so einem Typen geschrubbt. Aber der hat das immer wohl ziemlich halbherzig gemacht. Dass wir jetzt quasi mal so einen Plan gemacht haben, dass wir das selber machen. Ja. Aber ja. Halb, also macht ihr das halbherzig? Richtig. Aber es macht jetzt quasi jeder sein Stockwerk. Das heißt, ich wechsle okay, mich meiner gegenüber ab. Das heißt, es ist super wenig. Und mir auch, das alle zwei Wochen mal, das kann man ja wohl machen. Ja. Du hast ja noch deinen Zwischenflur, aber hey, kann man ja mal vorbeigehen machen. Da ist ja eh Teppich, den mache ich ja so selber. Das sauge ich halt selber mal. Ja, okay. Ja, dann. Das ist also, ja. So viel sinnvoller. Ich fühle mich auch immer so ein bisschen, ich bin auch immer so ein bisschen geniert, wenn ich halt nach Hause komme und die Leute gerade am Wischen sind. Wenn ich kurz danach komme, auch nicht so angenehm, weil sie da die haben gerade gewischt, laufe ich da rüber. Aber letzten Endes, ja. Die denken sich jetzt nichts dabei, denken einfach, ja, ist halt normal, ne? Ja. So. Also, ich habe den nie gesehen, weil der irgendwie immer morgens um 7 oder so kam. Ja, die sind immer nachmittags bis 14, 15 Uhr hier. Ich weiß, wann ich das nächste Mal vor 7 aufstehen werde. Ja, ich auch. Oh, oh. Ja, ne? Aber cool, dass du ja gesagt hast. Du hättest doch Nein sagen können. Ja. Müsste jetzt die letzte Wespe sein? Ja, wäre schon doof gewesen, ne? Ja, hätte 20 Euro mehr gezahlt, hehe. Und hätte einen volleren Zug gehabt, hehe. Du hast ja schon gesagt, ne, dass da ganz viel rot ist und so. Ja, so ein bisschen rot. Rot, wobei das Rote war, glaube ich, nur so eine Meldung, dass, so anders. Also, dass da irgendwie ein Halt anders ist, aber keine Ahnung. Deutsche Bahn ist Katastrophe aktuell. Aber halt, ja. Voll halt trotzdem, hohe Auslastung. Ist halt auch so ein bisschen nervig und so, ja, keine Ahnung. Ist halt auch, oh! In der Direktverbindung solltest du keine Probleme haben. Richtig. Der steht dann irgendwann irgendwie in Leipzig in 50 Minuten oder so, oder 40 Minuten, aber ist auch okay. Und ja, ist halt mal, ja. Nett. Das Fahrzeug. Das ist sehr, sehr unhandlich, tatsächlich. Guck dir mal an, wie Marge das Ding lenkt. Wie kann ich das? irgendwo kannst du. Ah, mit beiden. Ah, wie ein GTA. Ja, wie ein Lenkrad halt. Aber, Nette Mädchen geben Vollgas. Nette Mädchen geben Vollgas. Ich glaube, ich krieg noch die Maulfotze. Hey, Skill. Ich muss nicht auf die Brücke rauf, ne? Oder? Oder hast du eine Karte? Du musst da rauf. Kann man. Wie bitte? Ja, du musst da rauf. Oh, hast du eine Karte da oben drauf? Ja. Warst du auf der PS2 im Original eigentlich auch noch? Ja, die Schwestern hast du ja alle. Ja. Dass man. Dass man mit dem rechten Stick auch lenken kann? Lenken? Also ich kann so rückwärts mit der Rest so, Sekunden. So, ja. Das müsste okay. Vorne auch sein. Also ich denkst du, das ist jetzt ein Emulationsproblem? Nee, ist einfach nur, ist halt so. Nee. Ist ja bei Rayman 2 auf der PS... Also die PS1 Version, die ist auch auf der PS3 Spiele, da kann man mit dem rechten Stick halt irgendwie... Rechter Stick, irgendwie in eine Richtung drücken ist schießen und rechten Stick reindrücken ist, springen. Wild. Springen auf R3, ne? So. Kamera ist schon wieder das. Kamera, Schultertaste. Ja. PS1 Klassik, aber das ist ja hier. Ja, jetzt ist irgendwie so, das ist ein bisschen komisch. Oh, geiler Arsch. So. Also, ich muss jetzt darauf oder nicht? Ich gehe da jetzt drauf. Wenn auch nicht schon für die Münzen. Aber ja, fehlt auf jeden Fall noch ein Gag. Ich hoffe, der kommt noch. Und. Ein Gag fehlt? Ich glaube, eine Karte. Na gut, ein Gag. Ah ja, ist ja der Fernseher, den hat man noch im Hinterkopf. Stimmt. Guck ich mal direkt. Ja, ein Gag. Und ein Gag, eine Karte. Eine Karte. Easy Game. Die aber auch nicht hier ist. Doch, doch. ja, dafür muss er trotzdem hier rüber, aber auf der anderen Seite kommt man ja nicht hoch. Hast du diese Brücke. Da mag ich lieber die Brücke in GTA 3, auf die man rauf muss, um ein Päckchen zu holen. Bald werde ich wohl auch mal alles sammeln. Gott. Das pack ich Liebesbrief. Machen wir dann zusammen, ich helfe dir dann dabei und gib die Rückendeckung. Rückendeckung vor den. So gewinnt man das Rennen. Rolos. So, wir haben. Es wird Zeit, den Wagen alles, ne? Den Wahnsinn zu fahren.
Ja, also außer der eine Gag. Ja, okay, den haben wir natürlich nicht, klar, aber ansonsten. Ein Rennen haben wir auch noch und die Nebenmission. Aber jetzt meint auch er die Dummy-Objekte. Aber gut. Barney? Oh. Oh, ist doch nicht hier. War mir nicht sicher. Ja, der Schild unter der Mülltonne. Wo war er gestern? Hm. Keine Ahnung. Gucken, ob du die eine Voice-Line kriegst, die nicht übersetzt wurde. Ich sollte besser aufpassen. Level 6 gibt's die Mülltonne. Das ist ja immer ein unterschiedlicher Spruch und ein Spruch wird nicht übersetzt und dann kommt dann die englische. War doch Bumblebee-Man, ne, oder? Oder war. Oder? Nö, das war auch eine Mülltonne mit, glaube ich, Barney drin. Okay. In Level 6. Ach ja. Oh, ist die erste Mission, die erste Story-Mission ist irgendwie so eine eklige Lammelaufgabe, hab ich gar keinen Bock drauf. Fangen wir mal mit Ralf an. Weil dann werd ich ja wegteleportiert, da wär ich bei Fatman auch. Der kleine Ralphie Wiggum, wie geht's dir? Süßigkeiten machen mich glücklich und dann müde. Und, was machst du hier? Zwei hässliche Monster namens Patty und Selma behaupten, du musst das Rennen mitfahren. Natürlich. AKA Mars Schwestern. 6, 12, 1, das ist nicht Maggie. Ist nur 1 gegen 1 und ist auch nicht Apu. Oder Maggie. Oh, stimmt, mir fällt gerade was ein, aber hier stirbt das Spiel nicht. Geil. Ja, stimmt, Niklas hatte Probleme, ne? Niklas ist das voll gestorben hier, ja. Ja, ich hab halt einen besseren PC. Ich glaube, wirklich einen besseren PC als Niklas. War schon besser als bisher nicht. Ja, aber er ist einfach nur, ist halt der neue. Ich hab meinen halt neu geholt, ne? Also, es ist sinnvoll, dass er besser ist. Upsi Daisy. Aber ja, mein Ding wirkt nicht. Ja. Also so in der Originalkonsole ist halt auch mal ein bisschen gedroppt alles bei dem Effekt, aber auch. Aber wie gesagt, so der Emulator droppt nur, wenn ich nebenbei rendere. Das mag er nicht. Aber das verstehe ich auch. Du hast den voll. Ich glaube, das Rennen wird mich abpacken. Ja, das Rennen fuckt auch ab. Ja gut, dann haben wir noch eine gute Beschäftigung für die nächsten 5 Folgen. Voll auf Rennen Level 6. Oh. Hat denn die schlimmsten? 6, 12, Level 7 sieht wieder super easy. Da kann man nicht viel fahren. Oh. Das ist mir sowas von peinlich. So. Okay. Ich nicht. Ja, das ist auch mal so ein bisschen random, ob die das machen oder nicht. Ich bin ja ein bisschen Mann-Experte, musst du wissen. Tatsächlich gibt's da, glaube ich, irgend so einen Algorithmus für je nachdem. Wobei, du warst ja eigentlich gerade direkt hinter ihm, ne? Je nachdem, wie weit er weg ist und so, aber irgendwie, ich weiß es auch nicht. Das heißt, jetzt sind wir keine Abkürzung mehr. Na ja, egal. Ich weiß es nicht. Nee, war schon interessant, weil dieses Spiel halt auch das Sagen, ganz ins Video. Also, eigentlich gucke ich hier nur einen Speedrun. Aber dass so dieses Spiel so kompletter Abfuck ist, was auch so den Programmcode angeht, dass es so absolutes Chaos ist. Hast du das geschafft? So mit komplett vier Sachen, die ja komplett random sind und irgendwie eigentlich gar nicht richtig funktionieren. Eigentlich ein Abkürzung. Irgendwie KIs und so. Ja, die sollte es auch nehmen. Ja, wenn es die Abkürzung genommen hätte, wäre es eigentlich wieder dran gewesen. Ja. Komm, starten wir einfach mal neu. Ja. Also, wie ich sagen wollte, ich bin froh, dass dieses Perle, wie gesagt, ich beschwere mich ja gerne über das Missionsdesign dieses Spiels, aber trotzdem, ja, ein schönes Spiel. 6, 12, 1. 6, 8, 9 finde ich besser. 6, 8, 9, los! Ja, hat keinen Bock auf die Abkürzung, aber der ist auch genauso schnell. Wow, gefühlt. So viele Leute haben Swimmingpools. Und vielleicht soll jetzt auch mein Auto wechseln. Ja, ich könnte jetzt auch, da auch erst eine Abkürzung nehmen, aber da fühle ich mich nicht so sicher. Na egal, jetzt nehme ich sie. Jetzt muss. Genau deswegen, ne? Keine Zeit, Vorsicht! Das habe ich letztes Mal übersehen, den Ort. Erst. Musst du immer Aufstoßen macht Spaß. Turboladen. Kann ich da dein Auto nehmen? Nein, du kannst ihn angucken. Du hast meinen Sohn getötet, Arschloch. Was ist letztens ein gutes Auto? Also, eigentlich ist er. Was hast du gerade im Kurat? Weil das ist eigentlich schon gar nicht so scheiße. Was hast du noch so Schönes?
So. War gerade ein bisschen zu schnell, ne? Mhm. Aber gerade bekommen wir schnell. Das ist der Wagen, das ist zwei. Nee, das ist alles Wagen. Wagen. Wie ist ja, Mooswagen und Scannerswagen. Ja, okay. Aber die haben wir beide be. Der Mooswagen ist schon besser. Zumindest Handling. Finde ich schon ganz. BK2-Fahrzeug. Was habe ich denn mit 2,5 Sternen? Wer Malibu Stage Auto 2,5 Sterne. Gutes Handling und eine gute Beschleunigung. Robust ist egal. Noch nicht verkehrt. Limousine, nein. Kurator, halt 2,5, 3 und auch gutes Handling. 2,5, 3. Ist gleich. 2,5, 3. Bisschen besser robust. Das ist der Kurator, ist ein besseres Auto. Und das 2,5, 3, 2,5 und 4,5. 2,5, 3. 1,5? Ja, der Kurator ist besser. Also das war eigentlich schon ein gutes Fahrzeug, ne? Mhm. Du hast die Limousine. Auch nicht verkehrt. Naja. Aber das ist schon besser. Bessere Beschleunigung, besseres Handling, halt Robustheit ist egal. Ein Rennen. Nein, den kann ich nehmen. Familienkutsche. Ja, nee. Dann bleiben wir schon beim Kurator. Oder hatten wir den gerade? Ja, ne? Doch, doch. Ja. Kann mir da auf jeden Fall keiner was vorwerfen. Turbolader. Irgendwie funktioniert das nicht. Gute Wahl. Irgendwie ist die Turbo, gerade seltsam, na egal. Wer hat jetzt ja die Abkürzung? Nö. Hat das ja auch schon mal gemacht. Ich kann ja auch abkürzen direkt am Anfang, ne? Wenn ich dann nochmal so links rumfahre direkt. Weißt du, was ich dir gerade sagen wollte? Genau das. Wenn du nochmal verkackst, erzähle ich dir nochmal eine Abkürzung. Verrate ich dir noch eine Abkürzung. Finde ich genau die. Und dabei kannst du besser den Wagen hier erwischen. Frauen fahren wirklich nicht sehr. Das stimmt, ja. Marge, schließ dich von dir auf andere Frauen, danke. Okay. Wird sich das auf meine Versicherung ich könnte auch über den Schulhof fahren, aber ich glaube, das macht jetzt auch nicht so viel. Das macht nichts. Gott, Hilfe! Alter, und das steht durch, nicht schlecht. So, jetzt kommt gleich die Abkürzung, genau hier. Und jetzt einfach drauf losfahren, passt schon. Ich muss da nicht auf irgendeinen. Man kann schon in der Ecke da fies landen, genau so. In der. Und der packt ja den auch nicht Abkürzung, aber der hat auch einen Fall. Oh, ich glaube, das ist seine KI tot. Ja, super. Okay, GG. Er bekommt wieder, oder? Weil, doch, jetzt hat sie wieder. Ja, manchmal, ist, wenn es dann lang genug irgendwo ist, dann ist es vorbei. Dann fahren die ganze Zeit gegen die Wand. Das ist lustig. Okay. Gut gemacht, Marjorie. Endlich gibst du deinem Leben eine Wende. Ich hab gewonnen? Das tut mir leid. Okay. Ich habe ein neues Auto. Stimmt den Wagen von. Weil. Nee, doch. Wo bin ich eigentlich nochmal gerade? Hast du den Wagen nicht bekommen oder hab sie einfach weggedrückt gerade? Hast du gerade einfach weggedrückt? Okay. Ich glaube, den anderen Clownswagen. Es gibt irgendwie Clowns Limousine und Clowns Auto. Ich glaube, das Gegenstück davon hast du jetzt, glaube ich, gekriegt. Wir gucken mal. Ich mach den Kroaten nicht, das hast du abgenutzt. Sorry, na egal, Telefon funktioniert auch so. Der Wohnzelle im Atomkraftwerk. Clown Auto. Ja, der Clown Auto, ne? Das haben wir bekommen. Tempo 3. 3 ist super, ne? So was haben wir noch? 3. Das ist super. Also, das schnellste Auto bisher. Ja, also das schnellste Auto per Telefonzelle. Das Raketenauto ist halt das schnellste, ne? Aus dem ersten Level, ne? Ja. Aber halt, ansonsten scheiße, aber halt schnell. Tempo 8 oder so, nee, keine Ahnung. Aber es hat, glaube ich, sogar mehr als 5, also das geht ja komplett ab. Ja, aber es ist halt auch direkt kaputt. Aber ja, das ist ein gutes Auto für Rennen, also, ja. Oder für Mission, wo auch schnell sein muss. Leg Eis auf die Wunde! Das Handling ist halt auch nicht schlecht. Ja, da war ja auch voll 5, oder was die auch nur 4,5. Aber so oder so. Das war 5 sogar. Weiß ich so. Doch geil. Ich finde es ganz lustig, ich habe eigentlich immer nie auf die Stats damals geachtet. Ich habe immer alle Autos ausprobiert und die ich ihm für gut fand, habe ich dann. Ja, ist auch sinnvoll bei dem Spiel, würde ich sogar fast schon meinen. Ja. Die besten Autos kommen eh noch in den nächsten Level. Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn man halt wirklich Probleme hat mit den Rennen, dann würde es sowieso lohnen, einfach später zurückzukommen, wenn man halt bessere Fahrzeuge hat. Ja, ist im Zweifel eine Möglichkeit. Einfach mit March, mit dem March-Auto fahren. Mit dem March-Auto. So. Wir haben jetzt keine Zeit mehr für, also die Folge ist vorbei. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal die Hauptmission, weil ich es halt auch gerne verifiziert haben möchte, dass da im Fernsehen der letzte Gag ist. Und dann werden wir dann im Laufe der nächsten Folge irgendwann noch die Zeit dafür für die Nebenmission zu machen.
Nicht wahr, Batman? Jabba the Fett. Ich glaube, die nächste Folge wird Streber vs. Fettmobil heißen. Oder die übernächste? Ich glaube, die nächste. So. Ich habe ein neues Auto mitgebracht. Bart, geht's jetzt besser? Ah, ne, ich wollte eine neue Folge machen, ne? Dankeschön fürs Zuschauen, Leute, und bis morgen. Ciao. Tschüss. Das kann wohl keiner mehr toppen.